40 Jahre Lions Club Schladming. Am 9. Oktober 1979 wurde der Lions Club Schladming offiziell gegründet. Auf Initiative von Hofrat Magister Josef Köberl und Johann Pötsch hin formierten sich die ersten Löwen und legten so den Grundstein für die bisherige 40-jährige Geschichte des Clubs. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, hat der Lions Club Schladming Freunde aus nah und fern zu einer besonderen gemeinsamen Zeit eingeladen. Schon vor dem Lions Meet and Greet im Hotel TUI Blue Schladming am Freitagabend, das den Auftakt zu den Feierlichkeiten dargestellt hat, waren einige der über 30 Lions-Freunde vom Schumelage-Club Coburg und vom Lions-Club Wetzlar-Solms mit den Löwen aus Schladming auf den umliegenden Bergen unterwegs. Mit einem musikalischen Brunch auf der Hochwurzenhütte startete am Samstag in der Früh ein perfekter Festtag für die Lions. Bei traumhaftem Wetter mit ausgezeichneter Fernsicht, bestem Essen und der flotten und unterhaltsamen Umrahmung durch die Bauernkapelle Tauplitz. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen euch auch dementsprechend herzlich und feierlich begrüßen und willkommen heißen. Lieber Mario Redenbacher, er ist unser Präsident, unser Amtierender. Kommt, gehen wir auf die Bühne. In der Jubiläumsansprache betonte der Schladminger Lions Club Präsident Mario Rettenbacher die Hilfsbereitschaft, zu der sich die Mitglieder aus freiem Herzen verpflichtet haben. Wer hätte vor 4 Jahren gedacht, dass so ein junger Lion wie ich heute die 40 Jahre feierlich ausrichten darf? Mit offenen Augen und einem großen Stück Mut ist es der Auftrag der Lions, Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen, die durch sämtliche soziale Netze gerutscht sind. So Präsident Mario Rettenbacher. Ja, es war ein gewaltiges Fest. Also ich habe mich sehr gefreut, dass fast 200 Leute zu unseren Feierlichkeiten gekommen sind. Schönstes war natürlich, dass unsere Partnerclubs, befreundete Clubs aus Deutschland gekommen sind mit einer riesen Abordnung. Und alle haben es genossen, dass sie da in Schladming sind. Die 40-Jahr-Feier war für mich ein Highlight in diesem Jahr und hat mich mit dem Club so eng verbunden. Ich freue mich auch riesig, dass der Mario Rettenbacher als Präsident in dem Jahr richtig Gas gegeben hat bei der Organisation von der Feier. Er hat es geschafft, dass 200 Leute mit uns eine ganze Woche lang unser 40-Jahr-Jubiläum gefeiert haben. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Aufgabe von uns Lions ist, uns nicht zu verstecken, sondern dort zu helfen, wo Hilfe wirklich notwendig ist. Schön, dass wir die 40 Jahre so feiern haben dürfen, eine ganze Woche lang mit vielen Freunden aus ganz Europa. Und ich hoffe, dass wir diesen Schwung, den man da jetzt gespürt hat, im kommenden Jahr einfach weitertragen können und weiternehmen können. Ja, natürlich haben wir diesen Schwung vor der 40-Jahr-Feier, probieren wir das nächste Clubjahr mit umnehmen. Das heißt, wir schauen, dass wir einige originale Projekte machen, wo wir eigentlich auch versuchen, Leute zu unterstützen, die was ein bisschen Pech gehabt haben im Leben. Und natürlich schauen wir, dass wir diesen jungen Spirit, diesen tollen Spirit, was wir vor 40 Jahren mitgehabt haben, dass wir das ein bisschen auf internationale Ebene umbringen und dass wir die Freundschaften in unsere Clubs weiterhin vertiefen können. Mit dem von Lions Freund Otto Czernitz organisierten Konzert der Egerländer Musikanten fanden die Feierlichkeiten zum 40-Jahr-Jubiläum einen würdigen Abschluss. Der Lions Club Schladming bedankt sich bei allen Unterstützern, die dieses Wochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.